Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar heute die erste Folge von Tropical Minecraft. Das ist ein Minecraft-Projekt, was ich schon im letzten Video angekündigt hatte. Und zwar, wo ich mit meiner Schwester Fang gespielt habe. Aber dann ist der Server abgestürzt und ja, nun habe ich mir gedacht, gut, dann spiele ich halt im Singleplayer ein bisschen weiter. Und wenn der Server wieder geht, machen wir hier weiter. Und wir haben hier am Spawn haben so einen kleinen Handelsweg, wo man hauptsächlich mit Emeralds tradet, das sind Customized Villager, und aber auch ein wichtiger anderer Handel ist Quarz, denn mit Quarz kann man auch massig Zeug kaufen. Also die Währung sind hier Quarz und Emeralds, und hier haben wir halt unsere ganzen Villager, wo wir traden können. Und ja, das war jetzt zum Spawn. Am Spawn haben wir, also hier spawnt man. Piss dich. Hier würde man spawnen, hier genau im Mittelpunkt. Und ja, habe kleine Spawnhäuser eingerichtet, aber beziehungsweise der Map-Ersteller. Und wir haben ein bisschen gespielt und wir haben auch hier noch ein kleines Lager gehabt für unser Zeug, was wir uns schon rangekarrt haben. Und ich wollte euch einfach mal in der ersten Folge eine Map-Tour geben. Also das ist der Spawn. Das ist der ist richtig schön, finde ich. Und innen drin haben wir auch so eine Map, die wir noch vielleicht erweitern müssen. Und hier draußen ist wie so ein Vulkan. Und hier vor fahren wir jetzt zu unserer Insel. Das ist hier unsere. Die Mauer ist noch nicht ganz fertig und da können auch überall noch Türme drauf, wie hier beim Tor. Und wir sind der Arteria-Clan und wir haben hier auch unsere eigenen Banner. Und das Burgtor muss noch überarbeitet werden, aber man sieht schon, wir haben viel gearbeitet. Hier ist unser Feld, hier haben wir unsere Boote, unser Burgtor. Hier drüben haben wir unser Vieh. Hier wohnt Harald, beziehungsweise hat hier drin gewohnt. Jetzt ist er leider nicht mehr da. Wir haben hier schon für unser Enderportal angefangen. Hier ist seine Rüstung. Sein Helm hat er, glaube ich, aufgehabt, wo das Auto gegangen ist. Deswegen, das ist natürlich schade, dass er verloren gegangen ist. Aber ja, hier ist es unser zweites Lager. Das sind bisher nur Mob-Drops drin. Deswegen gibt es nicht so viel zu zeigen. Das ist das Board, wo es sich in den nächsten Folgen rumdrehen wird, dass wir im Singleplayer die ganzen Boardaufgaben abarbeiten. Straßenbau, Ausleuchten, Aufrüsten, das heißt verzaubern und neues Zeug craften, automatisches Lager müssen wir machen. Ein Hafentor würde ich gern bauen. Weiter austrocknen, das zeige ich euch nach. Den Bergfried verbessern, zeige ich auch, was das Problem ist. Die Mauer beenden, man sieht, da hinten hört die auf und die fehlt noch ein bisschen. Und Clashers Tunnel, das werde ich auch zeigen. Ja, hier haben wir unsere Gottesdienste hier geschrieben. Hier ist halt unser Lager, wo wir alles gelagert haben, von Fichtenzeug bis Brauzeug bis Netherzeug. Alles hat seine Kiste, aber wir sind nicht zufrieden. Und hier oben haben wir unsere Brennstube, wo halt alle drin geschlafen haben, die beteiligt waren. Und ja, zeige ich euch als nächstes erstmal die Insel an sich. Also man sieht, hier hinten ist zum Beispiel der Grundriss, war von der Mauer schon rumgezogen, aber noch nicht ganz da. Hier haben wir ein Kloster gebaut und ja, das hat ewig gedauert. Und in der Mitte haben wir so einen kleinen Springbrunnen. Hier haben wir ein paar Zimmer mit dem Lehrlingsschlafplatz, wo ich euch dann zeigen werde. Hier gibt es auch noch so einen kleinen Keller, wo ich mein Zeug drin habe, wo ich hier wohne. Also gucken wir mal auch mal, was wir hier bauen können. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendeine Idee habt, was ich bauen könnte an irgendeinem Platz. Ich werde natürlich aber erst frühestens in der vierten Folge, welche ich will vorproduziere, antworten können. Hier haben wir unsere Bibliothek, die ist hier. Da müssen wir noch ein paar mehr Bücherregale kaufen, damit wir die ganzen Reihen auch voll kriegen, damit es ein bisschen voller aussieht. Hier haben wir ein kleines WC
Und hier kann man in die obere Etage rein. Dann kann man hier weiter hoch, dann ist man über dem Tor von dem Kloster. Hier sind halt die, was ich euch vorhin gesagt habe, der Lehrlingsschlafplatz, wo man dann hochgehen kann, das Haus. Und das ist alles hier verbunden. Hier geht es auch wieder zum Lehrlingsschlafplatz. Und hier oben sind auch noch ein paar Zimmer. Ja, dann haben wir hier den Kirchenraum. Den zeige ich euch dann nochmal von unten. Also hier sind wir da mit der erhöhten Ausschauposition. Wenn es euch zu schnell geht, ich will nur einen kurzen Rundblick machen und das nicht zu viel verschwenden. Nicht, dass ihr einfach nur wisst, okay, wir bauen jetzt da, wir bauen jetzt da in der Folge und nicht komplett verwirrt seid. Oh, hier war sie nicht. Wir müssen eins weiter runter. Hier ist unsere Orgel. Wir haben versucht, mit dem Banner ein bisschen diese Flöten da nachzustellen. Ich weiß nicht, ob das gut aussieht, aber wir haben es jetzt einfach mal so gelassen. Ja, der Orgelraum und hier geht es halt zur anderen Etage. Yep. Und man könnte auch noch, wenn man hier ganz hoch geht, hier noch hoch, könnte man noch auf den Kirchturm raufklettern. Da wollten wir auch. Okay, Feuerwehr unpassend. Könnten wir noch ein Glockenspiel mit Redstone-Schaltungen machen, aber da sind wir uns noch nicht sicher. Weil ich unterhalte mich ja, bevor ich die Folgen mache, natürlich mit meinen Leuten und wir sind natürlich noch nicht sicher, was wir da hin machen sollten. Und ja, wir gehen wieder mal runter. Zeige ich euch. Hier ist der Kirchenraum, wo jeder hier sitzt und zum Gottesdienst da ist. Da vorne spricht unser Gottesdienstleiter, da vorne ist die Orgel. Von außen müssen wir noch ein paar Banner dran machen, aber wir haben nicht genug Materialien gehabt. Hier ist ein Außengang, da kann man dann in das hintere Zimmer, wo auch die Tür vom Kanto reingeht. Wollten wir ein Zimmer für den machen, aber ja, wir sind noch nicht so weit. Hier haben wir so einen kleinen Ausblicksschacht. Und hier ist die Krankenstation. Das wäre dann von dem Springbrunnen hier gegenüber. Ja, das ist dreistöckig, das Gebäude. Und da sind auch überall Zimmer. Dann haben wir hier was ganz Wichtiges. Unsere Esssaal. Hier essen wir mal gemeinsam mit Lagerfeuer. Hier unten haben wir so einen kleinen Weinkeller. Da sind die Fässer. Und hier oben ist die Küche. Ja. Also alles super klein eingerichtet. Wenn nur noch Verbesserungsvorschläge sind, ist halt nur ein kleines Bauprojekt, was wir so machen wollten. Hier ist so ein kleiner Klostergarten, den wir auch noch nicht so weit ausgeweitet haben. Und hier hinten kommt man dann wieder in die Wohnstube von dem Kantor. Das müssen wir auch noch mal ein bisschen überarbeiten. Und hier haben wir halt so Essen so mit Lagerfeuern gemacht. Und ich finde, das sieht gut aus, weil hier ist einmal und dann einmal da drin für den Ofen. Müssen wir mal was essen. Ich hoffe, die Aufnahme leckt nicht allzu sehr. Ja. Und zu guter Letzt, dann steige ich durch den Bergfried, haben wir hier noch unser Gerichtsgebäude. Da haben wir auf einmal der Seite eingerichtet, auf der Seite eingerichtet und im Keller ist nichts. Und ja, ich zeige euch jetzt einfach mal eine Seite, ein Gerichtsgebäude. Also haben wir hier die Plätze, hier ist der Angeklagte und der Kläger und hier sind die Richter mit ihren Schlägen, wo sie draufhauen können und verurteilen können. Und da oben gibt es dann eine Etage, da kannst du hoch und da kannst du von oben angucken. Also alles ganz klein und natürlich, ich zeige jetzt nicht die obere Etage, weil es ist einfach nur Treppe hoch. Unten haben wir noch nichts, da könnt ihr auch mal schreiben, was wir hinmachen sollen. Wir haben ja, weil es halt Tropical, weil wir das halt auf einer, das heißt Tropical MC, weil wir das auf einer Dschungelinsel gestartet haben. Und deswegen rennen ja auch so viele Katzen rum. Ja, da vorne das Feld ist halt groß, müssen wir aber trotzdem noch erweitern, weil wie generiert man Quarz und Emeralds, um sich dann dementsprechend Zeug hier zu kaufen, indem man Möhren verkauft, weil das ist das Beste. Natürlich kann man auch was anderes verkaufen an die Villager. Ja, hier habt ihr, wie ich vorhin Straßenbau gesagt habe, hier habt ihr so ein kleines Muster, wie ich die Straße machen will. Hier am Rand so ein kleiner Gehweg auf beiden Seiten. Und das ist die Straße, die wird dann einfach eins tiefer gelegt. Und dann reitet man hier durch auf der einen oder auf der anderen Seite. Und zurzeit haben wir halt diese
sag ich mal, Pfadwege, wo so an den Seiten so Pillar mit Laternen stehen. Und ich fand die einfach, also zwangsmäßig sieht es schlecht aus, so ein Pfad, aber man kann das schon noch zu einer schönen Straße machen. Jetzt gehen wir in den Burgfried rein. Hier ist der gerade. Nee, okay. Hier ist der Thronsaal. Hier haben wir noch ein paar Verzauberungssachen drin. So ein paar Bögen. Zeige ich euch auch gleich, wo wir die her haben. Also hier Thronsaal. Und hier hinten ist so ein Gang zum Flüchten für den König. Der könnte dann hier runter und hier hinten raus. Also dann zum Kloster. Das ist so eine Öffnungstür. Oder er könnte hier rein. Und das zeige ich euch auch gleich, wo es da runter geht. Oder er könnte natürlich nach oben flüchten in seine Gemächer. Die wären dann hier. Da haben wir das ein bisschen tiefer gesetzt. Wir haben den Bergfried umgebaut, deswegen sind hier überall noch Kisten und so im Boden drin. Hier wäre halt der Schlafplatz. Hier wären halt so ein Gäste-Schlafplatz. Hier sind auch noch Kisten im Boden drin. Das müssen wir nochmal überarbeiten. Oder ich. Deswegen stand da auch Bergfried überarbeiten als ein Ziel da. Und hier ist halt so ein kleiner Verzauberungsraum, wo wir nur so ein bisschen Zeug drin haben und eine Enderchest. Hier ist mein Zeug. Ich habe so gerade nur eine Eisenrüstung an, aber ja. Weil da ist mein gutes Zeug drin. Das wollte ich nicht halt unbedingt immer anziehen. So, dann geht es eins hoch. Da haben wir unseren Netherraum. Und hier, das ist, da kann man Lava in alle einzelnen reinmachen. Einmal Wasser drüber, dann ist so eine Obsidianfarm. Weil Obsidian lässt sich auch gut verkaufen, dauert halt nur ewig zum Abbauen. Dann habe ich ein eigenes Haustier. Und zwar den Heinz. Der hat hier sein Aquarium. Das wollte ich auch ein bisschen größer machen und woanders hinbauen. Es ist halt nur notdürftig hier. Der hat einen Nametag, deswegen verschwindet er nicht. Aber man sieht es halt nicht durch das Glas durch. Und hier haben wir unseren Level 30 Enchanter und die restlichen Bücher. Hier haben wir auch ein paar Reparaturbücher. Also, ja. Weil wir ein bisschen vorgesorgt haben. Ich zeige euch auch gleich, wo wir es haben. Und hier sind wir oben drauf auf dem Bergfried, da kann man halt runter gucken. Oben im Kirchturm gibt es leider kein Aussichtsfenster, da haben wir nur mit Gold. Weil Gold kriegt man hier echt einfach. Ein bisschen die Kreuze gemacht, damit das ein bisschen schöner aussieht. Und ja, hier rennen halt überall Katzen rum und Papageien fliegen rum. Ja. Und hier oben drauf kann nichts spawnen, weil es Half-Slabs sind, falls ihr euch wundert. Und gehen wir jetzt mal ganz runter in den Keller vom Bergfried. Und hier würde der König, wenn er flüchten würde, rauskommen. Und dann gibt es einmal hier Up und Down. Also das heißt, man kann hier runter. Und hier unten wollten wir eigentlich so ein, keine Ahnung, so eine kleine Arena, sowas bauen. Aber wir sind noch nicht so weit gekommen. Und zwar austrocknen in dem Sinne, weil hier, also wir haben überall Sandwände. Warum? Weil wir hier, aber halt eine Insel und unter der Insel ist halt immer noch Meer. Und das, wir haben halt Schwämme und wir würden gern diesen ganzen Bereich unten drunter austrocknen. Ja. So viel dazu. Und hier vorne haben wir so eine kleine Villager Trading Farm gebaut. Mit Eisen. Golem Spawn. Hier, die haben alle ihre Berufe. Wir spielen in der 1.15. Deswegen haben die das alles schon. Das Village Update ist schon da. Und hier haben wir halt so ein bisschen Zeug von den Villagern getradet. Dann haben wir hier eine kleine, aber feine Farm von Zuckerrohr. Wirft nicht so viel ab, aber ist auch egal. Hier unten haben wir unser Baulager mit Stein, Bruchstein. Also hier die ganzen Kisten sind voll Bruchstein. Kies, Granit. Das ist einfach irgendwelcher Mist. Andesit. Hier ist nichts drin. Diorit. Erde, Sand und hier die Schwämme, die wir haben. Wir haben noch nicht so viele. Und hier brennen wir die halt immer und hier haben wir so ein kleines Möhrenfeld. Ja, aber wir haben nicht nur diese Villager Farm, die schon effizient ist zum Traden, sondern wir haben hier unten, also hier sieht man das zum Beispiel, dass hier würden die ganzen Golems reinfallen. Und hier sieht man, wie das verbunden ist. Hier verbrennen die Golems. Dann wird das alles weitergeleitet durch die ganzen Trichter und dann kommt hier raus. Hier sind die ganzen Eisen, kommt hier rein und die Blumen landen hier.
Also so eine schöne kleine Eisenfarm. Wir haben ja jetzt genug Eisen, sieht man ja hier. Deswegen können wir uns das mit den vielen Trichtern auch leisten. Ja, für das automatische Lager werden die Trichter dann wichtig. Deswegen haben wir uns dann eine Eisenfarm gekauft. Zwar könnte man auch weiter mit Emeralds im Spawn Eisen da traden, aber das ist. Es dauert halt länger und ist auch ineffizienter. So, dann sind wir fast fertig hier unten. Also wir müssen nach da, also zu allen Seiten müssen wir noch entwässern. Das ist halt jetzt mit dem Austrocknen gemeint, entwässern, ja. Hier haben wir so eine Mine mit so Strip Mining Gang. Und hier unten haben wir so einen riesigen Langgang. Und hier die zweite Abzweigung hier ist ein 3x3 Tunnel. Das ist der Clasher Tunnel, was oben am Board steht. Clasher war ein ehemaliger Mitspieler von uns auf dem Server und er hat seine Insel in die Richtung ganz weit weg. Und um da schnell hinzukommen, wollten wir ja überall Eis verlegen, dann mit Booten rüberfahren, damit man einfach schneller ist. Und das Eis kostet halt massig Emeralds, deswegen müssen wir uns ein bisschen hier im Singleplayer-Mode traden. Und hier geht ein Gang hoch, der führt dann. Alter, wie viele Katzen sind hier? Auch nochmal zu einer anderen Insel von einem anderen Mitspieler, weil wir alles unbedingt vernetzen wollten. So. Und der hat bei euch bestimmt gefragt, wie haben sie die ganzen Level 30 Enchanter her? Woher hast du 18 Level? Wie habt ihr die Reparaturbücher bekommen? Das ist ganz einfach. Wir haben hier. Oh, vielleicht soll ich das Boot auf die Anzeige stellen. Das haben wir schon gemacht, so zum Testen, ob das mit dem Eis funktioniert. Also hier steckt wesentlich weniger Eis drin als in dem Tunnel zu Clasher. Deswegen konnten wir uns das gerade so leisten, dass wir so einen kleinen Unterwasser-Tunnel gemacht. Oh no. So einen kleinen Unterwasser-Tunnel gemacht haben. Hier wieder up und down zu Mobfarm-Insel. Hier habe ich besonders Angst, weil hier halt absolut nicht ausgeleuchtet ist. Das müssen wir auch nochmal machen. Wenn die despawnen, also hier haben wir so eine kleine Mobfarm. Da normalerweise sollte. Oh, ich mach mal hier zu. Nicht, dass dieser scheiß Zombie da reinkommt. Hier sollte normalerweise was spawnen. Dann sneakt man sich hier hin. Zack. Zack. Die haben halt absolut kein Leben mehr, weil sie halt da runter droppen. Kannst du halt gut Level farmen. Und geh weg. Auch anderes Zeug und das. Ich habe die Kisten hier sind geleert. Das würde dann alles hier reindroppen. So, wir machen uns mal wieder auf den Weg nach unten. Gott sei Dank können Zombies das nicht benutzen. Jupp. Also das war es dann von der Mobfarm. Muss ich euch noch was zeigen? Überleg gerade. Falls jemand interessiert ist, wo der Clasher wohnt oder wie die Insel, andere Insel aussieht, kann ich da auch noch mal eine Tour machen, aber das wäre es, glaube ich, erst fürs erste Mal von hier unserem Projekt. Und ich werde mich ranmachen, in der nächsten Folge die Mauer zu ziehen, glaube ich. Dafür habe ich halt hier noch genug Stein. Fertig, also in der ersten, zweiten Folge sozusagen, wo wir anfangen mit Bauen wirklich. Betalken, das dauert dann. Also es werden bestimmt richtig viele Folgen produziert werden. Werden. Oh, hier ist gar nicht ausgeleuchtet. Egal. Noch auf Slabs. Spawnt nichts. Also werden wir uns ransetzen, die Mauer außenrum fertigzustellen. Hier wollten wir noch einen Marktplatz hinbauen. Steht zwar noch nicht auf unserem Brett, aber da in der Mitte sollte ein Marktplatz hin. Und hier hinten, hinterm Gebäude, haben wir halt so viel Platz, dass wir da noch irgendwas hinbauen könnten, aber ich weiß noch nicht genau was. So, würde ich sagen, das war's von der ersten Folge, wo ich euch gezeigt hat, wie es auf der Map aussieht. Und dann werden wir in der nächsten Folge. Oh, wir haben ein was habe ich vergessen, tatsächlich. Und zwar, da haben wir ja Haralds Haus. Und hier bei uns auf der Insel hat natürlich noch jemand anders gewohnt. Der hat hier hinten sein Haus. Es ist klein und nicht besonders hübsch. Aber es ist ein Haus. Und ich hatte ja mein ha kleines Lager da unten und ja. Also das war's von der ersten Folge. Ihr könnt auch dran schreiben. Zum Beispiel, ja, baut den Marktplatz, schreibt es mit hier dran. So, ich werde dann nach und nach immer
wenn ich was geschafft habe, das Ding abreißen und ein leeres hinmachen, also wie zum Beispiel hier. Da sind schon viele Sachen fertig geworden, wie zum Beispiel, das kann ich euch auch mal zeigen, wenn ihr euch denkt, okay, aber so eine Insel, ihr habt ja nur eine Mauer, ja gut, da könnte ja vielleicht einer unten drunter durch machen. Genau darum haben wir uns gekümmert, dass das nicht passiert. Und zwar haben wir hier überall um die Insel einen Sandwall gezogen. Das heißt, du kannst rund um die Insel nicht rein. Ja, das war sehr müßig, hat sehr viel Sand gekostet, deswegen haben wir kaum noch was. Deswegen müssen wir wieder welches kaufen. Und hier, guck, das sieht ein bisschen hässlich aus. Da müssen Fenster rein, auch wenn die nur so hässlich sind wie die. Ja, würde ich sagen, das war's von der ersten Folge Tropical Minecraft. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst bitte ein Feedback da, ob euch das Projekt gefällt, wenn ich auch mal sowas baue. Und nicht nur so Projekte wie Varus-Würz mache. Und ja, wenn die Map fertig ist, hatten wir eigentlich vor, so ein kleines Roleplay-Projekt draus zu machen, wo wir nicht unbedingt viel dazu noch bauen, weil hauptsächlich alles schon gebaut ist. Aber dann mit verschiedenen Rollen hier auf der Insel und auf den anderen Inseln zu interagieren. Also würde ich sagen, das war's von der Folge. Lasst ein Like da, wenn es euch gefällt. Schreibt mir, was wir verbessern können. Und ob ich überhaupt die Serie weitermachen soll. Ob ihr es spannend findet, wenn ich alleine was baue. Oder ob ich. Ja, wir haben halt noch keinen Server. Wir wissen auch nicht, wann der Server wieder online geht. Das ist halt blöd. Also dann, bis zur nächsten Folge und ciao.